Wenn Flora und Fauna aus dem Winterschlaf erwachen, ist auch die Welsermesse Blühendes Österreich nicht mehr weit. Dieser Messe-Event heuer zog wieder jede Menge Besucher an und ist für die Messestadt Wels sehr wichtig, wie der amtierende Bürgermeister bestätigt. Diese Messe hat für Wels eine ganz hohe Bedeutung. Sie findet das 25. Mal hier in Wels statt und läutet den Frühling ein. Und wir wissen, dass wir unglaublich viele Besucher haben, die garteninteressiert sind, die hier alles finden, was sie brauchen für diesen Frühlingsbeginn. Und nachher das Volksfest ist ebenfalls ein Anziehungspunkt, der ganz Wels nützt. Auch der frisch gebackene Landeshauptmann von Oberösterreich ist sich der Bedeutung dieser Messe bewusst. Das ist eine unserer schönsten, unserer bekanntesten Messen. Das für sich alleine ist schon mal sehr wichtig. Aber das Thema Aufblühen, das ist etwas, was wir als Land brauchen können. Da braucht es auch die Stimmung dazu. Und wenn die Gärten und die Natur dazu beitragen können, dann ist das eine tolle Grundlage. Ein blühender Garten und eine gepflegte Landschaft ist für das Land Ober der Enz, wo auch der Tourismus eine Rolle spielt, fast ein Muss. Das ist eine großartige Messe, wo also die Leistungsschau unserer Floristen und Gärtnern die Verschönerung unseres Landes dokumentiert wird. Man kann sicher tolle Anregungen für die Gärten haben, aber es ist auch unsere Freizeitmesse, wie man am besten Urlaub zu Hause in unserem schönen Oberösterreich verbringen kann. Dass die Gartenpflege und Blumenschmuck auf einem hohen Niveau sind und bleiben, ist nicht zuletzt ein Verdienst von Gärtner und Floristen. Die Gärtner und Floristen tragen sehr viel dazu bei. Das sieht man bei der Messe in Wels immer wieder, wie hier letztendlich hier gearbeitet wird. Es ist sehr positiv. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Wachstum wieder zunimmt, dass es eine zunehmende Beschäftigung in Oberösterreich gibt und dass die Arbeitskräfte wieder mehr werden. Ich bin der Überzeugung, wir sind auf einem guten Weg. Landschafts- und Gartenpflege sind in einer Zeit, wo sich so mancher gerne in sein persönliches Refugium zurückzieht, wichtige Faktoren. Deshalb muss auch die Ausbildung dafür auf hohem Niveau bleiben, weil sich Ansprüche laufend ändern. Der Trend geht natürlich ganz in Richtung exklusiveren Garten. Der Garten ist erweiterter Wohnbereich und es wird auch wirklich schön hergerichteter Garten. Und die Leute haben für den Garten was über und der wird auch dementsprechend wieder Geld ausgeben dafür. Also die Wertschöpfung ist natürlich schon da, dass man sagt, ein gescheiter Garten ist wirklich was Gutes wert, da, ein Erholungsbereich. Man kann das mit den Pflanzen und mit den ganzen Elementen im Garten so hinrichten, dass wirklich der eigene Garten zu jedem Tag, in jeder Jahreszeit ein Hingucker ist. Es ist immer interessant und es ist immer Abwechslung und es ist immer was los im eigenen Garten. Sollte man bei der Gestaltung eines Gartens auf Rat und Tat eines Fachmanns setzen? Das ist ganz wichtig, weil eben sehr viele Fehler gemacht werden können. Viele glauben immer, ich habe nur einen kleinen Garten, da brauche ich keinen Fachmann nicht. Aber gerade bei den kleineren Gärten ist es so, dass man relativ viel falsch machen kann. Und man kann einen Garten wirklich fachgerecht und pflegeleicht anlegen. Nur kommt es nicht auf die Qualität drauf an. Und es ist wirklich alles möglich in einem Garten. Der Gartengestalter ist ja quasi schon wie eine kleine Baufirma. Wir dann Wege bauen, Mauern bauen. Wir dann natürlich auch Pflanzen setzen, Rosenanlagen, Wiesen bauen. Natürlich ganz ein wichtiges Thema, Wassergärten, Schwimmteiche, Biotope, Biopools, Bachläufe, Wasserspiele, das kommt alles vom Gartengestalter. Um die Blumengestecke zu kreieren, ist nicht nur Kreativität gefragt, sondern auch eine fundierte Ausbildung, die mit dem fertigen Floristen endet. Wenn man einmal die Gesellenprüfung abgelegt hat, ist es ein leichtes, sich weiterzubilden und zum Meisterfloristen ausbilden zu lassen. Wir haben in Österreich 2 sehr gute Meisterschulen und ich glaube, die Damen hinter mir werden diese sehr wohl besuchen. Welche Fertigkeiten sollte der künftige Florist haben? Reicht eine fundierte Ausbildung oder ist auch persönliche Kreativität gefragt? Auf alle Fälle. Man kann viel lernen, man kann viel aus den Büchern lernen, man kann viel gesagt kriegen, aber man hat so ein eigenes Bauchgefühl. Man ist Florist, dann ist man es mit Leidenschaft oder man ist es eben nicht. Und vor allem, es gibt ja ganz viele schöne Blüten, die vielleicht kostspieliger sind und das sind so Bovarien, das sind Flieder, das sind Anikozantus, das Kängurupfötchen. All diese speziellen Sachen finden Sie beim Floristen. Aber was gut ausgebildete Gärtner und Floristen leisten können, sah man auf dieser Messe ganz deutlich. So ist der Urlaub im eigenen Garten nicht nur sicher, sondern man erfreut sich auch daran.